Das Wobbler-TV-Team ist in Norwegen unterwegs. Als abwechslungsreiche Alternative zum Fischfang bieten sich die unter Norwegen-Fahrern kaum bekannten, aber hervorragenden und außerordentlich ergiebigen Pilzwälder Skandinaviens an. Klaus aus dem Wobbler-Team leitet sie durch die Sendung und zeigt ihnen die wichtigsten Speisepilze. Wir sind jetzt einige Meter gelaufen und haben schon den ersten verwertbaren Speisepilz gefunden. Es ist der Hallimasch. Ich schneide den mal ab. Es ist im Pilzbuch eher ein mittlerer Speisepilz. Wie bei vielen Dingen, wenn man die jung isst, ist er sehr, sehr gut. Jetzt hat er sehr viel Zellulose und ist sehr schwer verdaulich. Man muss dann wahrscheinlich genauso viel Aquavit danach trinken, wie man Pilze gegessen hat. Deshalb würde ich sagen, lass mal lieber da und schauen noch nach Steinpilzen oder nach Pfifferlingen. Wir sind jetzt ein paar Meter weitergelaufen und auch direkt am Wegesrand ein wunderschönes Exemplar von einem Fliegenpilz. Er sieht eigentlich aus wie aus Marzipan oder Plastik, aber er ist echt und es ist wirklich echt wie im Bilderbuch. Und nur ein paar Zentimeter weiter haben wir eine Rotkappe, ein sehr, sehr guter Speisepilz. Man erkennt ihn natürlich an der roten Kappe und hier am Stiel sieht er aus wie eine Birke. Man sollte ihn eher nicht roh genießen, da ist er ja mehr oder weniger schwer genießbar. Man muss ihn mindestens 10 Minuten kochen, dann wird er zu einem echten Leckerbissen. Und nachdem es noch ein ganz, ganz junger ist, nehmen wir den jetzt gleich mit. Charakteristisch an der Rotkappe ist sein roter Kopf, wie der Name schon sagt, und der Stiel, der weiß ist mit schwarz und aussieht wie die Rinde von einer Birke. Daran ist es sehr, sehr leicht zu erkennen. Ein absolutes Highlight haben wir jetzt gefunden. Einen wunderbaren Speisepilz, dem ich persönlich eigentlich den Vorzug gegenüber einem Steinpilz oder einem Pfifferling gebe, ist der Trompetenpfifferling. Er sieht sehr, sehr unspektakulär aus, ist aber ein ganz, ganz ausgezeichneter Pilz. Sehr, sehr wohlschmeckend im Geschmack, noch ein bisschen intensiver als ein Pfifferling. Und er ist sehr, sehr gut als Beilage, schön in Olivenöl oder Butter angebraten, mit ein bisschen Knoblauch über ein Steak oder zum Steak. Absoluter Traumfund und wir haben heute riesiges Glück gehabt. Gut, dass wir losgegangen sind. Die nehmen wir natürlich alle mit. Die sind Gold wert. Die meisten Leute kennen diesen Pilz gar nicht, aber man muss den einfach mitnehmen, weil er im Geschmack eine absolute Bereicherung ist. Und hier haben wir eine Fläche, da könnte man einen ganzen Korb einsammeln. Es ist etwas mühsam, die zu sammeln, weil sie sehr, sehr klein sind, aber dafür muss man relativ wenig putzen. Und ich denke, dass wir da einen ganz netten Korb zusammenkriegen und heute Abend was Leckeres zubereiten können. Ich bin sehr glücklich, euch den König der Pilze zu zeigen. Es ist der Steinpilz, Porcini, wie ihn die Italiener nennen. Es ist ein absolutes Geschmackserlebnis. Wenn man sowas wie hier mal in Deutschland finden würde, dann hat man extremes Glück. In Norwegen ist es wirklich gang und gäbe. Man muss zwar natürlich auch schon ein bisschen suchen, aber einfach hier diese vier Steinpilze auf einem Haufen zu finden. Mittendrin ist noch ein kleiner Bovis, der etwas giftig ist. Aber auch in der Größe, sie sind höchstwahrscheinlich auch alle frei von Maden. Das gibt es ja eher selten. Also die Steinpilze haben auf dem Viktualienmarkt mehr Maden als hier auf jeden Fall. Und von einer überragenden Qualität, da kann man wirklich nur staunen. Ich schneide jetzt hier mal einen ab, damit ihr mal die richtige Größe von dem Pilz seht. Ich putze den gleich immer vor Ort, dann trocknet es nicht so hin und man hat es später viel leichter. Wir haben jetzt leider kein Pilzmesser dabei, aber das macht nichts. Ein Jagdnicker tut es auch. Na, also ist das nicht eine Pracht? Unwahrscheinlich.
Als nächstes möchte ich euch den gelben und den weißen Semmelstoppelpilz zeigen. Das ist ein mittlerer bis guter Speisepilz. Ich persönlich mag ihn sehr, sehr gerne. Man erkennt ihn daran, dass er unten kleine Stoppeln hat, die sehr leicht weggehen. Wenn ich da drüber fahre, dann hat man die am Finger. Genauso hier beim weißen Semmelstoppelpilz. Und hier haben wir eigentlich ein ganzes Netz mit dem gelben Semmelstoppelpilz. Es gäbe allein schon eine kleine Portion. Man sollte den, wenn der Korb nicht schon voller Steinpilze oder Pfifferlingen ist, mitnehmen, auf jeden Fall. Oft mit Missachtung bestraft, weil er eigentlich nicht sehr schön aussieht, wird der Butterpilz eines der besten Speisepilze, die wir so im Wald finden können. Unten im Schwamm ist er ganz, ganz gelb. Wenn er noch jung ist, hat er ein Häutchen drüber und bei älteren Pilzen geht dann diese Haut nach unten und wird zu einem Röckchen. Es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz guter Speisepilz, den ich euch wirklich nur empfehlen kann. Nehmt ihn mit und es ist eine Bereicherung für jede Küche. Hier sieht man die gelbe Färbung und hier das Röckchen. Hier Pfifferlinge, hier ein Sandröhrling, eine Rotkappe, ein toller Steinpilz, ein Birkenpilz. Man findet auf so einer kleinen Fläche so viel wunderbare Pilze. Man sollte es kaum glauben. Wir waren jetzt mit dem Kamerateam circa eine Stunde, eineinhalb Stunden unterwegs und wir haben zwei solche Tüten voll mit Pilzen gesammelt, aber erste Klasse Speisepilze. Jetzt fängt es auch noch ein bisschen an zu regnen. Wir machen uns jetzt auf dem Heimweg und ich zeige euch, wie man die noch zubereitet.